Zurück auf der Welle. Die Ishimura haben wir verlassen. Und wie geht's jetzt weiter? Wir müssen irgendwie hier lang und einen Sprengkopf entsorgen. Hier sind überall Batterien. Mal sehen, wo wir die brauchen. Wir werden sie brauchen, sonst wären sie nicht da. Hä? Ach, hier geht's lang. Ah, Stromausfall natürlich. Aha, die ist schon mal. Die ist gleich explodiert, die Batterie, oder was? Oder kann ich die einfach wieder zurückschieben? Nee, die ist ja leer. Ach so. Also sonst würde die ja blau leuchten. Kennt sich nicht aus mit Weltraumtechnik hier? Was ist denn da los, Daniel? Weltraumbatterien. Oh Mann. Na? Wir sind aber schon sehr schnell und lästig. Ja, das ist. Rechts neben dir ist einer. Und der links neben dir, der lebt noch. Und oh Mann. Ja, sag mal. Kann ich überhaupt nicht bremsen mit Straße? Nee, nicht wirklich. Das bringt nicht viel. Vorsicht, nehmen wir sind zwei. Ist immer noch einer da. Rechts neben dir ist immer noch einer. Hinter dir. Wo denn? Was da. Ist hier? Hast du. Ah, jetzt wird's aber langsam affig. Wieso? Ich weiß nicht. Wozu habe ich denn die Stase? Wenn die, ja, dann machen wir halt Gegner, wo die Stase nichts bringt. Ja, da kannst du ja jetzt nicht durch, weil du hast ja die Tür. Ach doch, geht doch. Hä? Aber die wofür ist denn dann die Batterie da, nicht für die Tür? What the fuck? Die muss ich dann mit Stase aufhalten, habe ich aber nicht, dann gehe ich außen rum. Hä, oder wie soll denn das gehen dann? Warte mal. Ist das besser, wenn die drin ist? Ja, aber dann. Vielleicht muss ich sie durchschießen. Vielleicht muss brauchst du sie auch einfach dafür gar nicht. Doch. Aber es gibt ja hier doch diesen Umweg mit den Luftschleusen. Da muss ich doch irgendwo. Sehr komisch. Ich glaube, das ist kein Weg. Der hängt auch einfach mal in der Luft. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, soll man da tatsächlich die Batterie rausnehmen? Das ist ja merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass diese Batterie halt für die Tür ist. Also ich meine, wenn man sie direkt in die Tür platziert, drücken wir jetzt A und geht durch. Das ist weird. Ja. Andererseits, wir sind ja keine Weltraumtechniker, sondern mal Probenwissenschaftler. Muss mit Ihnen sprechen. Wer ist da? Dr. Terence Kine, Wissenschaftsoffizier der Ishimura. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Ornithologen. Aber der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht ab! Ach nein! Vorsicht, radioaktive Strahlung. Ah, das will man noch immer gerne hören. Nochmal kurz Nachfrage zum Thema aus der letzten Sendung. Womit finanzieren sich denn solche Veranstaltungsorte, wenn die halt, also wenn man da früher bezahlt wurde dafür, dass man da ein Konzert hält und jetzt nicht mehr, wie kriegen die denn da überhaupt noch Leute rein? Also lohnt sich da überhaupt noch ein Konzert zu halten? Naja, jede Band ist froh, wenn sie irgendwo spielen kann. Inzwischen hat sich das halt ein bisschen gedreht. Inzwischen wird von den wissen die Veranstalter, dass viele Bands gerne wohl spielen und entweder keine bis wenig Gage wollen oder halt dann dafür sorgen, dass sie einen Ort haben, wo sie spielen können. Sind jetzt auch nicht gerade mehr Orte geworden während der Corona-Zeit, ne? Ja. Oh. Ui. Ich glaube, das... deshalb vielleicht den Nagel, dass man den irgendwo, das Viech irgendwo festnageln kann oder dass man es eher an sich ranholen muss? Vielleicht, ja. Ich weiß auch nicht, also manchmal gibt es ja auch Gage. Wir spielen jetzt Ingolstädter Bürgerfest ein- oder zweimal sogar, Freitag, Samstag, und da gibt es dann wieder Geld. Ist das, aber weil das kommt halt, öffentlich-rechtlich ist das, oder? Das kommt halt übers Kulturamt der Stadt und die Stadt hat natürlich... Naja, gut, klar.
Mhm. Und da wir ja Hochkultur machen. Wo war denn dieser Nagel? Ah, hier. Naja, direkt vor dir. Wo ich nicht weiß, ob das wirklich die Rätsellösung ist. Glaube ich vielleicht nicht. Vielleicht muss man einfach nur weit genug von denen weg sein. Ja. Oder vielleicht vorher schon die Stromverbindungen kappen von Weitem, weißt du? Bevor du auslöst, dass der kommt. Auf der anderen Seite noch. Da unten britzelt es aber immer noch. Ja. Da liegen aber mehr so Stäbe rum. Ich glaube, das. Meinst du, das könnte die Lösung sein? Ich versuch's mal. Ja, man muss die tatsächlich weg. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Achso, er macht auch so eine Ansage, ja. Ach, guck mal, der hat eine Batterie dabei. Praktisch. Das ist ja nett. Das ist ja mal nett. Wie der Duracell-Hase des Weltraums. Na, und jetzt kannst du es greifen, oder wie? Oder? Achso, jetzt kannst du ihn abwerfen, so rum. Hm. Stimmt, auf den armen Rest-Leviathan. Warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie ein Ziel hatte, was ist dann noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß. Ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätskern und lass uns von hier verschwinden. Ist das so was Kleines, dass man den so transportieren kann? Wahrscheinlich. So ein Singularitätskern. Ist vielleicht so groß wie so ein Ferrero-Küsschen. Ja? Die Singularität ist allgemein sehr, sehr klein. Da kenne ich mich nicht mit aus. Die muss er erstmal finden, der Isaac übrigens. Vielleicht hat er ja eine Lupe dabei. Ja, das macht jetzt zum Beispiel gar nichts aus irgendwie. Ist ja scheiße. Aber wenn er dann in 1000 Stücke zerfetzt ist, dann macht es denen aber schon wieder was aus. Ja, das ist so. Ja, und Schmarrn irgendwie. Die Summe der einzelnen Teile. Ding. Das fand ich jetzt beim Anspielen von Dead Island 2 leider so ein bisschen doof. Da gibt es Gegner, die brennen. Und kann man ja machen, ne? So wie so Zombie-Gegner, die brennen. Und die spielinterne Logik ist dann aber, dass dann halt keine Waffen mit Feuermods bei ihnen Schaden machen. Auch das ist okay. Also ich fände dann okay, dass man sagt, okay, die machen dann da, die Feuermods machen dann keinen Schaden. Aber ich hau halt immer noch mit einem Vorschlaghammer zu. Und warum sollte der Vorschlaghammer, also die Wucht vom Vorschlaghammer, plötzlich keinen Schaden mehr machen? Gut, ja. Dann nimmt mir halt den Bonus für den Feuerschaden weg. Okay, das finde ich noch, das ist noch irgendwie kohärent mit der Logik und den Mechaniken. Aber dass ich halt irgendwie, wenn ich einen Vorschlaghammer habe oder ein großes Schwert, dass das Schwert dann halt keinen Schaden oder fast keinen Schaden mehr macht, weil es brennt, also hä? Mhm. Das ist eine ganze Eigenschaft raus. Ja, ja. Und dann muss man sich halt irgendwie einen Gegner ausdenken, der das plausibel erklären kann. Da müssen sie halt irgendwie, oder wenn dann irgendwelche bestimmte Angriffe oder bestimmte Gegner so unglaublich viel mehr vertragen, wo sie genauso aussehen wie Standardgegner. Ja, das Kind, der muss ihnen halt irgendwie eine Steinhaut oder sowas geben, dass du irgendwie eine Art von Feedback hast. Warum ist der jetzt so viel stärker? Das, weiß nicht, war ein bisschen merkwürdig. Aber da fällt mir, ich wollte ja noch die Diablo-Geschichte erzählen. Wegen dem Diablo-Design. Ich weiß nicht, hast du die Beta gespielt? Ich hatte keine Zeit. Am Close-Beta-Wochenende hatte ich sogar einen Zugang. War Konzert, ne? Ne, da waren drei Proben. Nee. Und am anderen Wochenende war Konzert und dann Erholen vom Konzert. Da war leider. Ja, das glaube ich. Nicht viel zu machen. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gespielt oder so und dachte mir irgendwann so, ja. Ach ja, hast du erzählt. Du warst da ganz am Anfang noch quasi in diesem ersten. Genau. Prequel-Dorf quasi. Ja,
Ja, ich warte mal auf die Vollversion und ich werde, glaube ja. ich, was ich jetzt gelesen habe, ich bin sehr gespannt, ob es mir gefällt. Und wenn es mir nicht gefällt, dann mei, dann nicht. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Geht die Welt auch nicht unter. Vorsicht, Übung mit scharfer Munition. Achso, dann brauche ich ja, da brauche ich doch jetzt aber nicht meine Munition, oder? Vielleicht kriegst du die wieder, wenn die, wenn du das erfolgreich irgendwie abschließt. Hm. Weil da an der Seite sind ja diese Schränke, vielleicht werden die dann, gehen die dann auf. Ja. Als Bonus. Oh. Oder es wird einfach eine Kampfarena. Gut, dass wir keine Munition verschwendet haben. Allerdings. Das ist schon irgendwie ganz witzig mit dem Waffenwechsel. Also die reagieren auf die Schrotflinte aber nicht so begeistert. Merke ich mir mal. Dafür brauche ich den ja nämlich doch. Hä? Was macht der denn? Einmal treten hätte auch gereicht. Das war ein Resi-Remake auch so cool, dass du jetzt halt die Waffen instant wechseln kannst und nicht mehr in dieses dumme Koffermenü gehen musst. Das wiederum bringt bei dem nichts. Der, genau. Der braucht Wumms. Ich hab gleich ein Achievement. Quarantäneabriegelung aufgehoben. Fehler. Schießstand außer Betrieb. Bitte Wartung. Guck mal, jetzt sind die Schränke offen. Naja, dann habe ich jetzt keinen Highscore. Immerhin. Ja, aber die Schränke sind offen, das ist das Wichtige. Diablo. Also in Diablo kommt man später in eine etwas größere Stadt. Und am Eingang dieser Stadt hat man einen, beziehungsweise man läuft da zusammen mit einem NPC-Charakter hin. Und am Eingang der Stadt wird man dann von der Wache aufgehalten. Und ganz kurz, das ist diese Geschichte, die ging, die hat heute der Entwickler, glaube ich, getwittert. Ja, genau, oder? Das habe ich nicht ganz gecheckt, weil ich es ja nicht gespielt habe, aber umso besser, dass du es jetzt erzählst, jetzt bin ich mal gespannt. Genau, also du bist in dem Moment von der Story her zu zweit unterwegs, du läufst durchs Ödland und kommst auf diese Stadt zu. Und an der Stadt ist ein Stadtwachposten, der sagt, willkommen, du kannst unsere Stadt betreten, aber du musst vorher Buß tun oder eine Beichte ablegen, weil man das so macht, um die Stadt reinzukommen oder irgendeine Art, muss halt irgendwas, ja, ich glaube sowas Beichte-ähnliches ablegen. So. Und dein Begleiter sagt, er war hier schon so 1000 Mal, hat die Schnauze voll von diesem ganzen Prozedere, er macht das jetzt nicht mehr. Er macht diesen Beichte-Quatsch nicht mehr. Und die eine Wache sagt dann, ja, das ist hier der Tom und so, den kenne ich, der kommt hier jede Woche, lass den durch. Wir brauchen uns jetzt hier nicht mit dem aufhalten, dass der dieses komische, dumme Ritual macht. Winkt ihn einfach durch. Und dann geht er durch diesen Wachposten und ist dann quasi aus dem Bild rausgelaufen. So. Und wir selber müssen aber diese Beichte ablegen. Wir müssen dann 5 Meter weiter zu so einem Schrein gehen und kriegen dann da einen Auswahlbildschirm, wo wir 4 Wahlmöglichkeiten haben. Da geht es, glaube ich, irgendwie, was ist unsere Sünde, Gier, Wut, tralala, tralala. Mhm. Und da können wir uns dann eins davon aussuchen. Das hat allerdings, diese Wahl hat am Ende überhaupt keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Spiels. Also ich glaube, irgendwann sagt eine Figur nochmal von wegen, was man wahrscheinlich da gewählt hat, aber es gibt nicht irgendwie unterschiedliche Story-Branches oder so für diese ganze Geschichte. Mhm. Ursprünglich war diese... rechts liegt noch was. Ursprünglich war dieses ganze Prozedere nur dazu da, weil sie das... Isaac, hörst du das? Das ist Sam. Da auf dem Ricklink. Hab ich ihn lebendig eingeschlossen? Jen ist tot. Das weißt du. Ich kenn doch meinen verdammten Corporate. Jen, komm rein. Ja. Warum das ganze Ding gibt, sie hatten das Problem, dass man auf diese Stadt zukommt und einen KI-Kollegen dabei hat. Und sie wussten nicht so richtig, wie sorgen wir dafür, dass der KI-Kollege aus dem Bild rausgeht, ohne dass die eigene Spielfigur
hinterhergehen. Die er hinterherlaufen kann und gucken kann, wo geht denn der eigentlich hin. Mhm. Also müssen wir irgendwie eine Art Unterbrechung machen. Da hätte man sicherlich auch tausend andere Lösungen verfinden können. Aber deshalb gibt es diese Stadt, dieses Stadttor, wo dann der eine sagt, nee, ich gehe hier schon mal vor, ich mach diesen Quatsch jetzt hier nicht mehr, mach du das mal, wir sehen uns dann drin. Und so kann der halt aus dem Bild rausgehen. Okay. Und du bleibst zurück. Und wiederum auf der anderen Seite haben sie halt dann das auch genutzt für Storytelling, um nochmal zu unterstreichen, wie wichtig diese Kirche des Lichts in dieser Stadt ist. Also wie wichtig diese Religion ist, weil es ja ein bisschen darum geht, dass eben es da halt diese Kirche des Lichts gibt, die angeblich die Guten sind. Und die wiederum werden ja von diesem einen Engel da angeführt, der aber wohl auch ganz schön Dreck am Stecken hat. Und du bist ja eher ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüber eingestellt. Aber in der Stadt sind sie halt sehr so von wegen, na, wenn dieser Engel kommt, dann werden wir hier aber die bösen Mächte bekämpfen und Lilith und tralala. Mhm. Und das soll halt nochmal unterstreichen, wie wichtig halt diese Kirche für diese Stadt ist, dass du halt jedes Mal, wenn du die Stadt betrittst, eigentlich so eine Buße ablegen musst, so eine kleine. Ja, Das war ganz, ganz interessant. Und die Spielentwicklung ist ja wirklich voll mit diesen ganzen Überlegungen immer. Ich weiß nicht, ob sie, also ich glaube, sie passieren gar nicht unbedingt immer ganz so bewusst. Aber es ist schön, wenn es mal so ein bisschen auseinandergenommen wird. Ja, war ein lustiges kleines Detail. Ach scheiße, hier brauchst du Flammenwerfer, oder? Wegrennen, ja. Also A drücken, wegrennen. Oh, da ist auch irgendwas. Das ist echt gut. Da wird einer gegrillt. Also ein richtiger Shooter. Jetzt wurde den Flammenwerfer einsetzt, fällt mir wieder ein. Ich hatte den Flammenwerfer, den habe ich auch benutzt. Das war quasi so ein bisschen meine Zweitwaffe. Weil gerade für die für diese kleinen Viecher ist der Flammenwerfer halt tausendmal besser. Am besten wahrscheinlich versuchen, ihn immer ein bisschen diese Dinger zu locken, wenn das irgendwie geht. Da ist irgendwo so ein Stasehaufen, den nehme ich jetzt mal mit. Das hebt schon auf, das Ding. Und da musst du ja irgendwie versuchen, ihm die Gliedmaßen an seinen kleinen Sollbruchstellen wegzuhauen. Ich glaube, der Flammenwerfer bringt dir nicht viel bei dem Viech. Das ist eher so ein Präzisionsabschneider. Da ist an der Seite rechts war übrigens gerade eine Station auch, womit du dich aufladen kannst. Ich würde ihn ja gern hier mal drauf locken und dann irgendwie draufknallen, wenn das Ding aus ist. Jetzt geh an. So, jetzt auf die Arme, jetzt auf die Arme schießen, die kannst du ab. Obwohl, ich weiß nicht, so krass. Nee, die kannst du nur von hinten abschießen. Ja. Der ist jetzt auch vorne gepanzert. Ja, da musst du wirklich nach hinten um ihn rum. Hä? Ich hab doch gerade die Stase aktiviert. Oh Mann. Sehr gut. Mach mal, geht gleich das Licht an. Und was hat mir an Diablo jetzt, was mich wirklich, glaube ich, mit am meisten überrascht hat, und ich hoffe, dass das sich ein bisschen fortsetzt, ist, wie storylastig es ist und dass mir die Story diesmal, dass ich die durchaus interessant fand. Also Lilith als Gegenspielerin finde ich irgendwie das erste Mal in Diablo mal einen Gegenspieler spannend. Und auch spannend präsentiert, spannend erzählt, sie als Figur.
Und was wirklich super ist. Wenn man das alles in der Beta schon erlebt, das ist ja geil. Hätte ich vielleicht nochmal spielen sollen. Aber gut, das ist im Hauptspiel wahrscheinlich auch alles drin. Ja. Die Kamera geht auch ganz, ganz oft in eher so eine klassische Cinematic-Kamera. Also Ingame-Grafik. Wird auch mit den Ingame-Assets, glaube ich, größtenteils gemacht. Aber zum Beispiel die Beleuchtung ist dann nochmal deutlich verbessert. Mehr volumetrisches Licht, mehr und ausgefeiltere Echtzeitbeleuchtung links und rechts. Und das macht mit den jetzt schon sehr guten Assets, macht das einen super guten Eindruck. Also ich habe die ganze Zeit so gedacht, ich würde das gerne als Third-Person-Action-Spiel auch mal sehen, so ein Art von Spiel. Das heißt aber, ich muss mich eigentlich nur damit abfinden, dass ich halt in weiten Teilen der Open, also dass ich nicht jedes Monster töten kann und dass die ganze Zeit in der Open World irgendwelche hobbyloser 250.000. Das ist aber nicht viel. Das ist in den Städten, also in den Städten sind. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Das war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot, seitdem wir hier ankamen. In den Städten ist es ein bisschen, aber so in einer offenen Welt zum Beispiel ist es wirklich. Fast nie. Also es ist wirklich so selten. Das sieht übrigens da am Ende vom Gang so geil aus, wo das so blau blitzt. Also so ein bisschen Aliens-mäßig. Ich habe hier irgendwie so einen Nebenraum vergessen. Ja, stimmt, da die eine Kammer. Ja, da gehe ich jetzt noch kurz hin. Keine Kammer ohne uns. Ich glaube, da muss man sich zumindest zum Durchspielen der Kampagne keine allzu großen Sorgen machen. Ich bin nicht ganz sicher. Kann man denn die Namen der Leute ausblenden? Noch nicht. Hoffentlich bauen sie es vielleicht noch als Funktion ein. Aber wie gesagt, also es ist wirklich selten. Es ist echt kein Problem. Und wenn du erstmal in einem Dungeon drin bist, da bist du sowieso alleine. Also es ist echt nicht schlimm. Und es gibt so ein paar Punkte, wo die Sachen dann so nachspawnen, dass du echt ihnen zugucken kannst beim Nachspawnen. Ich hoffe, da basteln sie noch mal ein bisschen dran. Aber ansonsten hat es sich nicht so krass wie eine MMO-Erfahrung angefühlt, wie ich erwartet hätte. Wo ich eher ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn man das jetzt mit 5 Klassen zum Beispiel auch mal durchspielen will, du läufst ja, die Oberwelt bleibt ja immer gleich. Also die ändert sich ja diesmal nicht. Die ist ja nicht, ich glaube in Diablo 3 war schon auch die Oberwelt ja prozedural erstellt. Es gab zwar bestimmte vorgebaute Elemente und gerade so die großen Ortschaften und so, aber ansonsten war da ja viel, glaube ich, in den Zwischenbereichen prozedural. Und diesmal ist ja wirklich die ganze Oberwelt von Hand gebaut. Also du lernst die wirklich tatsächlich auswendig kennen. Und wenn du das dann irgendwie mit allen 5 Klassen machst, ich weiß nicht, ob sich das nicht irgendwann ein bisschen nach immer dem gleichen Schema anfühlt. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass die eigene Spielfigur spricht. Mhm. Also gut, jetzt nach diesen 2 Erfahrungen mit Atomic Heart und Forspoken, war ich wieder ein bisschen skeptisch, aber hier hilft es extrem. Also es war das erste Mal, dass ich eine Verbindung zu meiner Spielfigur hatte. Das ist wirklich gut, dass die was sagt. Mhm. Ich war echt überrascht. Also hätte ich nicht erwartet, auch wie viele Story-Quests links und rechts dann doch da sind. Und dass es vor allem endlich wieder diesen eher realistischen Grafikstil von Diablo 1 und 2 hat. Ja. Also das ist wirklich. Diablo 3 war jetzt nicht hässlich, hatte halt seinen Style, aber ich mochte diesen großflächigen WoW-Stil, zumindest bei einem Diablo, nicht so sehr. Mhm. Ja, ich auch nicht, ich habe mich dann auch dran gewöhnt, aber mei. Die haben ja auch gesagt, dass das Diablo 3 halt ihnen dann zu bunt und gar nicht so düster war. Aber das stimmt gar nicht so genau, weil Diablo 3 war auch düster. Es war eher dieses Großflächige bei den Texturen, was halt diesen anderen Look erzeugt hat. Und dadurch kam es einem so ein Comic und bunthaft vor, was ja auch zum Teil dann war. Aber es war durchaus immer noch relativ düster. Es war nicht ganz so düster wie die ursprüngliche Vision, aber so krass undüster war es jetzt zumindest in den Bereichen, die düster sein sollten, war es gar nicht. Aber das Neue ist halt schon, also ich weiß nicht, finde ich, das passt viel besser zur Stimmung. Ja, ja, fand ich auch. Also ich fand auch diese Art, schon am Anfang diese Beleuchtung und wie dunkel es da war in dem Schnee und so, das war schon, ja, das ist echt geil, boah. Ja, und überall Licht, volumetrisches Licht, das ist so gut. Also, das ist auch einer der besten. Der Schnee war auch schön gemacht. Ja, also am Boden.
Also später ist ja dann auch, dass der Schnee sich sogar von deinen Angriffen verformt. Also wenn dann irgendwie so Gegner so eine ganze Welle irgendwas lostreten und der Schnee ist nicht überall tief genug, ne? Aber wenn der Schnee an einem bestimmten Bereich tief genug ist, dann ist halt da auch wirklich, wie der Zauber oder der Angriff war, so eine Welle im Boden. Das ist sehr cool. Aber da dachte ich zum Beispiel auch, dass das Gras reagiert, wenn du zuschlägst oder wenn du mit einem Pfeil schießt oder so. Aber zum Beispiel, dass das Gras sich bewegt und reagiert, das war bei Diablo 3 auch schon drin. Also Diablo 3 steckt eigentlich auch schon sehr, sehr voller kleiner Details. Es ist nur dieser andere optische Stil. Ich glaube, du kannst da links noch mal weiter. Ja, du hast dir jetzt was da vorgestellt. Ich habe schon wieder voll viele Knoten dabei. Ich wollte noch wieder so eine Werkbank. Ja, eine Station ist schon eine Weile her, ne, dass wir mal eine hatten. Ja. Ah. Oh. Und da ist wieder zurück, oder was? Also, der hat schon echt einen stressigen Tag, der Isaac. Ja. Gott! Hat ihm gar nicht so viel ausgemacht. Ja, dafür hat er ja auch einen Schutzanzug an. Und jetzt? Mal jetzt hier drüben. Achso, hier ist was. Die Feuerlöschanlage einmal einschalten. Vorsicht, Viech vor dir. Ja, ja. Zwei sogar. Ah. Ist noch nicht so gelöscht. Ich glaube, du hast den Feuerlöscher aktiviert, aber du musst nochmal umschalten auf die Fahrstühle. Nee, die sind beide aktiviert. Ach so, es geht. Das ging beides tatsächlich, ja. Ah, cool. Ich dachte, man muss sich immer entscheiden für irgendwas. Nee, da ist schon. Ah ja, guck mal, hier läuft ja der blaue. Ah ja, super. Das ist so gut. Das ist ja fantastisch. Aber was uns im nächsten Stockwerk erwartet. Das, liebe Leute, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Ciao.